Hey, bleibst du stehen? Warum hat er den Dialog beendet? Möge der Wind euch Was geht mit dir? Was ist der Weg der Stimme? Die Stimme war ein Geschenk, das die Göttin Kynaret den Sterblichen zum Anbeginn der Zeit gemacht hat. Durch sie können sie wie Drachen sprechen. Obwohl dieses Geschenk oft missbraucht wurde, dient die einzige wahrhaftige Verwendung der Stimme der Verehrung und dem Ruhm der Götter. Ihr könnt nur dann ein wahrer Meister der Stimme werden, wenn der Geist in eurem Inneren mit euren äußeren Handlungen im Einklang ist. Wir versuchen, dieses Gleichgewicht zu erreichen, indem wir den Himmel, Kynarets Reich und die Anwendung der Stimme studieren. Aber ich bin kein Anhänger eurer Philosophie. Warum wollt ihr mir helfen, die Stimme zu erlernen? Ich werde versuchen, dem Weg der Stimme zu folgen. Ja, wir sind kein Anhänger ihrer Philosophie. Das Drachenblut ist eine Ausnahme aller Regeln. Das Drachenblut selbst ist ein Geschenk der Götter. Wie könnten wir ein Geschenk annehmen und das andere ablehnen? Als Drachenblut habt ihr die Fähigkeit des Schreis direkt von Akatosh erhalten. Daher wollen wir euch den richtigen Gebrauch eurer Gabe lehren, die die Grenzen überschreitet, die andere Sterbliche binden. Okay. Wer war Jürgen Windrufer? Ja, der Gründer des Ordens, das wissen wir auch schon. Er war im großen Krieg ein Anführer der Alten Nord. Ein Meister der Stimme oder Zunge. Nach der Katastrophe am Roten Berg, bei der die Armee der Nord vernichtet wurde, verbrachte er viele Jahre damit, über die Bedeutung dieser schrecklichen Niederlage nachzudenken. Am Ende begriff er, dass die Götter die Nord für ihre überhebliche und gotteslästerliche Verwendung der Stimme bestraft hatten. Er war der Erste, der begriff, dass die Stimme ausschließlich für den Ruhm und die Verehrung der Götter eingesetzt werden sollte, nicht für den Ruhm der Sterblichen. Jürgen Windrufers meisterliche Beherrschung der Stimme war am Ende größer als jeglicher Widerspruch und der Weg der Stimme war geboren. Also eine Held quasi. Gut, mehr brauchen wir aber nicht. Ja, fragen wir uns auch mal, was bedeutet es, ein Drachenblut zu sein? Drachen haben die angeborene Fähigkeit, ihre Stimme zu trainieren und zu bündeln. Drachen können außerdem die Macht ihrer toten Brüder aufnehmen. Einige Sterbliche werden mit ähnlichen Fähigkeiten geboren. Seit Jahrhunderten wird darüber gestritten, ob das ein Segen oder ein Fluch ist. Was ihr in einigen wenigen Tagen gelernt habt, kostete sogar die Begabtesten von uns mehrere Jahre. Manche glauben, dass ein Drachenblut von den Göttern in Zeiten großer Not in die Welt geschickt wird. Wir sprechen darüber, wenn ihr bereit seid. Gut. Das war's dann. Ende. Möge der Himmel. Wird er? Haha, ich find's toll. Schauen wir hier mal runter und gucken uns ein bisschen die Weitsicht. Wow. Das müsste da jetzt Richtung. Genau. Oh, schaut euch an, wir sind da auf dem Berg drauf. Oh ja. Rotka, Festung Amol. Ach, das ist da unten, ich wollte schon was sagen. Okay, dann schauen wir mal kurz, wo ist die Hauptquest? Dafür müssen wir hier hin. Ist ganz in der Nähe von Einsamkeit, wo wir bereits waren. Ich schaue gerade, was haben wir eigentlich noch für Quests offen? Entschuldigung. Die Blitzfälschung, dafür müssen wir nur noch zurückgehen. Dafür brauchen wir noch das Dedra-Herz. Das war hier oben irgendwo, ja. Gut. Da jetzt gar nicht so viel. Was bist du denn? Kehre zu wem zurück? Limeck in Iverstadt. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Machen wir mal eine Schnellreise nach Iverstadt. Jetzt bin ich verwirrt.
So. Oh, hi. Ach ja. Ah, schön, euch wiederzusehen. Alles in Ordnung mit der Lieferung? Ja, ich habe die Vorräte nach Hochrotka gebracht. Das war der, für den wir die Lebensmittellieferung da hochgebracht haben. Das ist ein Aufstieg, was? Mor geht eigentlich. Auf jeden Fall weiß ich es zu schätzen. Hier, nehmt diesen Lohn für eure Mühen. 1000 Gold, das ist aber großzügig. Für die Lauferei. Ja, dafür 1000 Gold, dann laufe ich gerne nochmal. Nee, zweimal ist falsch, ich will gerne ins Inventar. 25.000, okay. So, dann machen wir aber jetzt auch mal eine Schnellreise nach... Wo gehen wir am besten hin? Vom Wrack der Eisläufer aus ist es eigentlich ein Katzensprung. Wir müssen hier noch große Flächen entdecken. Ihr könnt doch mal eben zum Frostflussleuchtturm gehen. Da müssen wir nämlich noch was ins Feuer werfen. Hört sich komisch an, aber... Ja, das machen wir auch mal eben. Bietet sich auch mal an. Sollen wir da noch mal eben nach Dämmerstern gehen? Dämmerstern haben wir auch noch gar nicht entdeckt. So, wenn das Spiel schneller laden würde, könnten wir auch schneller weiterlaufen. Aber ich muss auch sagen, ich habe nachgeguckt, ich habe das Spiel nicht auf der Festplatte installiert. Meine Festplatte ist voll von den ganzen Battlefield-Patches und von Fallout New Vegas, Fallout New Vegas, von den Fallout 3 Add-ons und was weiß ich alles. Denn, wer sich von euch noch erinnert, wir haben ja immer noch diesen Schädel. Diesen Kopf von dem einen Typen. Den können wir nämlich oben dank dem Tipp von einem, ja, kein Freund von mir, aber von einem Typen, den ich kenne. Von einem Jungen, einem kleinen Jungen, der dieses Spiel eigentlich noch gar nicht spielen dürfte. Ist aber trotzdem schon besitzt. Ja. Und zwar kann man diesen Schädel von diesem, ich zeige ihn euch kurz. Wir haben hier in verschiedenen, unter Sonstiges, immer noch diesen Schädel. Hier. Die können wir oben ins Feuer werfen oder sowas. Irgendwie... Wurde mir gesagt, ob das wirklich stimmt, weiß ich auch nicht. Wir schauen einfach mal. Und mal schauen, was dann passiert. Natürlich setzt das wieder voraus, dass das Spiel geladen hat. So. Ich hoffe einfach mal, dass es funktioniert. Seemannsruhe. Was ist Seemannsruhe? Hä? Hä? Was auch immer. Auf jeden Fall sind wir das losgeworden. Sollen wir mal eben nach Dämmerstern gehen? Ne, wir gehen nicht nach Dämmerstern. Wir gehen von dem Wrack der Eisläufer aus. Dämmerstern ist jetzt ziemlich sinnlos.